Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Ich habe nachgeschaut, wo sich die doofen Truhen befinden. Und letztendlich, vielleicht hätte ich sie auch nie gefunden. Die drei Truhen. Die hätte ich nur am Anfang, also hätte ich die am Anfang gehabt, hätte ich die bestimmt gefunden. Naja. Zumindest sind die an den drei Schreinen versteckt. Und da gehen wir jetzt mal ganz schnell hin. Solange es geladen hat. La 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 la. Und wir werden danach wieder zurück ins Sora-Reich gehen und mit der Story weitermachen. Was for you? Maunu-Schrein. So. Eine EX-Truhe mit einem Rhodonit. Einem seltenen Stein an zum Tumi-Soke-Schrein. So, teleportieren. Nochmal einen Stock vom Wasser nehmen. Was wirbeln Metallgegenstände herum oder lass sie auf Monster fallen, um ordentlich Schaden anzurichten? Habe ich noch nie geschafft. Ja, Schreine. Ju. Wenn du eine Kochzutat in der Nähe einer Fischsilhouette. Den Tipp hätte ich ja gerne nochmal gelesen. So, hier. Es ist ziemlich schnell kalt. Deswegen sollten wir uns beeilen. Das ist bestimmt nicht mehr so kalt. Weil da hinten liegt auch Schnee. Mal Bombenpfeile. Noch was? Nee. Deswegen sollten wir schnell wieder von hier weg. Zu diesem Schrein. Jetzt haben wir doch noch Schaden bekommen. Toll. Wo ich mich dann aber noch frage, ist tatsächlich, warum hat genau der andere drei, also hier aber Schiefschrein, ne, der ist da oben. Und hier sind ja doch die einzelnen funktionierenden Teile. Oh. Nintendo Switch Hemd. Hat das Vorteile? Was für ein enges Rot. Was für ein energisches Rot. Was für ein famos schönes Logo. Aber wenn du das Hemd verkaufst, bekommst du es nicht zurück. Das werden wir auch nicht verkaufen. So sieht's aus, meine Lieben. Lässt sich drüber streiten. Nehmen wir jetzt hier mal wieder das hier an. Oh. Und damit haben wir alle drei Truhen. Und würde dann auch sagen, wir sehen uns hier oben wieder. Und wir müssen jetzt wieder hier hoch. Heißt, wir müssen hier am Lulusee hoch. Teleportieren wir uns. Mensch, wir teleportieren uns heute aber wenig. Humpf. Naja. Soll nicht stören. Wenn eine Waffe kaputt. Ja. Nächster Tipp. Halte nachts die Augen nach Sternschnuppen. Haben wir auch schon. Haben wir, glaube ich, sogar einen markiert, oder? Keine Ahnung. Zum Neji-Yoma-Schrein sind wir jetzt erstmal wieder. Ich glaube, das ist der Schrein, wo wir auch mit am häufigsten uns hin teleportiert haben. Ich will auf jeden Fall da oben hin. Dafür muss ich hier zum Westausgang. Auf jeden Fall schon ziemlich kack. Denn wir es doof. gemacht. Da laufe ich überhaupt richtig. Nö. Dass man da ein Bild machen muss.
Was heißt doof gemacht? Das ist auch wieder falsch gesagt. Es ist nicht so logisch erklärt. Habe ich auch schon im letzten Part, also dem nicht veröffentlichten Part erklärt, der ja leider nicht aufgenommen hat, wo ich vergessen habe, die Aufnahmetaste zu drücken, ihr Stummbatz. Aber soll passieren, soll vorkommen. Ich will mal wissen, wenn man so alle Vasen von jedem Spieler mitzählt, wie viel Geld dafür ausgegeben werden musste. Was steht denn hier? Hier sind noch zwei. Doch, Segon haben wir schon gesprochen. Und mit dir haben wir noch nicht gesprochen. Soldat! Meldet Gehorsam! Psst. Keine besonderen Vorkommnisse am Osttor. Oh, Link! Wir haben uns eine Ewigkeit nicht gesehen. Ich bin Yoda. Niyoda. Entschuldigung. Vor 100 Jahren haben wir oft zusammen gespielt. Dann warst du also der Hylianer, den Prinz Sidon hergebracht hat. Aber ich muss sagen, in den letzten 100 Jahren hast du dich kaum verändert. Oh, eigentlich darf ich gar nicht mit dir plaudern. Ich bin im Dienst, weißt du? Ich arbeite jetzt als Wache am Osttor. Gleichzeitig muss ich den Wasserstand des östlichen Stausees im Auge behalten. Lass uns später mal sprechen. Alles klar. Wir sind auch auf Mission. Da liegen interessante Sachen wiederum. Oh, eine Maxi-Rübe. Ein totes Eichhörnchen. Eine Fee. Sag ich ja, nützliche Sachen. Aber wir sollten vielleicht, wenn wir auf irgendwas zurennen, nehmen wir mal die Bomben. Ja, passiert. Man kann halt nicht ewig leben, ne? Es ist eigentlich so gemein auf jegliche Art und Weise. Volltreffer. Dreimal Edelwild. Sehr schön. Wir sollten die auch mal machen. Also kochen. In einer Kochfolge, also am Ende eines Parts. Wenn wir das irgendwann mal machen. So, dann schwimmen wir jetzt gleich den Wasserfall hoch. Da hinten ist noch so eine Blume. Was haben wir hier? Eine Schleichschnecke. War die Blume schon? Warte, das wollte ich nicht. Haben wir die Ente vor allen Dingen schon? Die Blume sollten wir haben. Eine Fleckenente haben wir noch nicht. Warte, nee, löschen. Die haben wir nicht erwischt. So, haben wir die auch. Oh. Oh, so. Nee, wir waren schon richtig. Na, wir waren jetzt mal zu weit. Hallo. So, Rüstung. Jetzt mal ausrüsten, ausrüsten. Oh. Vielleicht kriegt man noch ein paar mehr Fische. Komm, aufsteigen. Das sieht schon verdammt cool aus. Ich will mal kurz dahin. Hier gibt es wieder tausend Sachen zum Sammeln. Wir waren gar nicht auf der anderen Seite. Von dir aus kann man den ja noch mal viel, viel, viel besser angucken. Diesen Elefanten. Da unten gibt es nicht so viel. Boah. Ja, und hier wird das dann alles in Regen umgewandelt. Ich habe Angst. Wir laufen mal kurz nochmal da hoch. Hat sich überhaupt nicht gelohnt, hier runter gerade zu fliegen, aber passiert, ne? Ja, dass wir keine Ausdauer mehr haben. Wie weit kann man hier eigentlich laufen? Ja, gar nicht so weit. Ich will ja nicht runterspringen.
Wobei hier regnet es. Hier sind wir ja noch relativ geschützt vom Regen. Pupti-du-pti-du. Aber ich glaube, wie man hier sieht, findet man hier nicht so viel. Können wir kurz mal hier lang gehen, nochmal hier hochklettern. Kurz. Diese Region wird, wenn es nicht regnet, bestimmt so viel, tausendmal viel schöner aussehen. Was passiert eigentlich, wenn wir mal direkt da reinspringen? Werden wir dann angegriffen? Gut. Gut. Weiter will ich auch gar nicht gehen. Oh. Dann fliegen wir erstmal wieder zurück. Der Weg hat sich nicht so gelohnt. Ja, passiert. Ist ja nicht schlimm. Da, deswegen, wir spielen ja deswegen auch Zelda, um einfach ein bisschen auch die Gegend zu erkunden. Auch wenn es jetzt nicht so spannend ist, diese Gegend hier. Macht ja trotzdem Spaß. Ja, meine Güte. Ja, würde ich sagen, warte, wie weit ist es noch? Jetzt mal aber schon ganze Stücke gelaufen, ne? Gucken wir nochmal auf die andere Seite. Also ich muss sagen, aber sieht schon ein bisschen lächerlich aus mit der. Links sieht schon ein bisschen lächerlich aus mit der Rüstung. Mit der Zora-Rüstung. Gucken wir überhaupt auf die andere Seite. Gibt's da was? Sind hier immer so die Fragen, die uns bewegen. Oh, hier kann man noch gehen. Hier ist doch alles gut. Top. Voilà. Ja. Wobei, warte mal. Ja, komm. Aber ich will da jetzt auch nicht am Rand rumkraxeln. Nachher fliegen wir wieder runter. Das wäre nicht so schön. Aufsteigen. Hui. Das muss auch verdammt viel Arbeit gewesen sein, den ganzen Staudamm zu bauen hier. Da ist sogar noch einer. Dreimal. Meine lieben Freunde, dreimal rauf und runter. Oh, hier sind ganz viele Kröten. Alle meine. Oh, hier sind doch ganz viele Maxi-Rüben. Eine große Maxi-Rübe. Die habe ich doch am liebsten. Ich will mal kurz diesen Baum hier hoch. Hier rutscht man auch runter. Ich will diesen Baum doch nicht hoch. Ich habe doch hier gerade was Huhu rufen hören. Nur wo? Wir können ja mal kurz hier hochkraxeln. Und schauen, ob hier vielleicht was sein könnte. Nö. Nur was zum Springen. Und dort oben kann man ja dann auch springen, aber. So, dann gleiten wir wieder zurück. Richtung zur anderen Seite. Das. Ja. Da ist auch wieder was zum Lesen und ich habe es wieder gekonnt ignoriert. Untersuchen wir das. Die Z Geschichte des Volkes der Zora. Zweiter Zusatz. Prinz Sidon streckt ein Monster nieder. Im Meer von Hanteno lebt einst ein Oktorok. Von gigantischen Ausmaßen, groß wie ein Berg. Die Fischerleute lebten in ständiger Furcht vor diesem Ungeheuer. Als Kunde von dieser Not Prinz Sidon zu Ohren kam, zog er aus, um den Oktorok zur Strecke zu bringen. So stellte er sich dem Ungeheuer und ein Kampf entbrannte. Gerade war der Prinz einem Stein,
Was gerade war, Prinz, war der Prinz einem Stein, den das Biest nach ihm gespuckt hat, ausgewichen, als es ihn plötzlich einsaugte. Mit dieser List hat das Monster schon die Karriere zahlreicher Helden für immer beendet. Nicht einer hat überlebt, doch als der Zuschauer sich entsetzt abwendete und den Verlust des Prinzen beklagte, schrie der Octorok auf. Mit einem mächtigen Ruck brach die Spitze einer Schuppenlanze aus dem Bauch des Ungeheuers hervor. Prinz Sidon hat im Inneren des Octoros den Kampf keinesfalls aufgegeben. Dem Monster bleibt nichts. Dem. Oh, Siri, halt den Mund! Dem Monster bleibt nichts anderes übrig, als den Prinzen auszuspucken und zu fliehen, sich in Schmerzen windend. Noch heute ist die Erzählung von Prinz Sidon Heldenmut überall im Meer von Athedo in aller Munde. Ja, das hat mich ein bisschen rausgebracht, Entschuldigung. Mir ging wieder das Handy an und meinte: Hey, ich brauche Aufmerksamkeit. Ich bin Siri, ich muss jetzt unbedingt wissen, was du. Also, so, weißt du, diese automatische Spracherkennung. Die muss ich unbedingt mal ausstellen, da hinten gibt es, glaube ich, nichts Besonderes, deswegen fliegt man da einfach mal hoch. Also schwimmen wir hoch, wir fliegen ja nicht. Sieht schon nice aus, hat schon was sehr, sehr Cooles. Also ist schon sehr, sehr cool. Link, du bist zu langsam mit dem Schwert, steigst wieder weg. Ihr seht erstmal viele Elektropfeile wieder. Elektropfeile können wir ja ein bisschen mal sammeln. So, hier gibt's nix. Da ist noch ein Schleichling. Habe ich gehört. Jo. Ich habe schon gerade Wildschweine gehört. Hier runter will ich jetzt nicht. Das ist nicht so mein Begehr. Aber zumindest, was haben wir im letzten Part? Das wollte ich ja noch sagen, was wir im letzten Part gemacht haben. Für die, die es nicht gesehen haben. Wir haben das DLC-Pack uns angeschaut, haben angeguckt, wo wir überall gewesen sind auf der Map. Jetzt müsste man nur noch so quasi so einen ganz schnellen Zeitraffer haben, wo man sich ganz schnell bewegt hat. Also, wisst ihr, wie ich meine? So ein, wo du halt aus der Sicht, wie wir gerade spielen. Also die Sicht von Link nochmal alles nachsehen kannst. Halt für die, die halt nicht aufnehmen. Weil beim jemanden, der halt aufnimmt, scheiße, wie kann man sprengen? Gut, da habe ich beinahe vergessen, es sprengen zu lassen. Hier sind noch Elektropfeile. Ich will den Elektropfeil. Hey, keiner mehr, ne? Aber wir können ja nochmal kurz was sprengen. Da unten liegt sogar noch einer. Ich will die Elektropfeile, möchte ich tatsächlich gerne haben. Hier sind sogar viele. Fast an jedem Baum sind hier welche. Oh, ist da unten einer? Ja. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Juhu, hey. Oh. Oh, einmal rennen wir jetzt einmal wieder hier hoch. Mutprobe. Achso, das Runterspringen. Das machen wir auch, wenn wir alles hier fertig haben. So. Komm. Und da hängt auch noch ein Elektrofeil, den möchte ich haben. Da sind auch noch Elektrofeile, die ich haben möchte. Wenn man kurz hochklettern muss. Komm, 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 das reicht. So. Ach ja. Jetzt müssen wir aufpassen. Ich würde sagen, wir ziehen uns auch ganz schnell eine andere Rüstung an, nämlich die hier und die hier. Da hinten ist er. Nein! So, speichern. Nehmen wir das, tauschen wir aus, so.
Ja, hu. Und würde sagen, wir gehen dann mal wieder hier rüber. Haben wir das Foto gemacht? Hoffen auch, dass es klappt. Also sollte auf jeden Fall klappen. Der Elefant ist auch größer als dieser Fisch. Und ich will hoch auf diesen Fisch. Da muss ich noch was schaffen. Sollte eigentlich kein Problem sein. An sich. Wir müssen da rein. Boah, Gott. Hui, lass mich hier. Du bist aber auch ein. Du bist echt lebensmüde, muss man mal sagen. Hier oben auf diesen Fisch zu sein, ey. Wir kommen jetzt hier runter. Einfach. So, noch eine Etage tiefer müssen wir ja. Das war. Dö, war nicht lebensmüde. Das war absolut safe. Hätte überhaupt nicht schief gehen können. Das war schon. Das war die beste Idee des Jahrtausends. Muss man einfach mal so sagen. Also. War 1A, ne? Oh, mit der haben wir schon geredet, ne? Segon. Ah, mal. Guten Morgen. Tut mir leid, ich bin gerade auf den Donnerberg. Murmel, murmel. Ja, auf den Donnerberg. Was? Warte mal. Wir ziehen uns mal kurz die Rüstung an. Vielleicht klappt. Lass mich. Mann. Ah, mein Ohr juckt. Ei. Jetzt sehen wir uns mal kurz die Zora-Rüstung. Aber erstmal würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, würde ich sagen.